ganz im Osten Deutschlands, bei Bautzen in Sachsen. Landwirte zeigen sich solidarisch mit den Berufskollegen in den Niederlanden. Dasselbe Bild im Westen, im Landkreis Vechta in Niedersachsen. Auch hier wurde auf Autobahnbrücken demonstriert. Wir wollen einfach auf die aktuelle Situation aufmerksam machen und uns solidarisch zeigen mit den holländischen Landwirten, weil das, was da abgezogen wird, geht gar nicht. Es werden 30% der Landwirte müssen aufhören, werden enteignet und wir haben eigentlich ein bisschen Angst, dass es hier genauso passiert. Eine Angst, die nicht nur hier an der A1 zu spüren war, sondern überall in Deutschland bei ähnlichen Aktionen. Aber die waren überschaubar. Ganz anders in den Niederlanden. Dort hat sich die Situation in den letzten Wochen zugespitzt. Die Polizei gab sogar Schüsse auf Demonstranten ab. Die Regierung will strengere Umweltauflagen durchsetzen, die vor allem Tierhalter treffen. Ein 25 Milliarden Euro-Paket soll Landwirte davon überzeugen, aufzuhören. Denn die Niederlande mit nur rund 17,5 Millionen Einwohnern sind nach den USA der zweitgrößte Agrarexporteur der Welt. Das bedeutet 12 Millionen Schweine, 4 Millionen Rinder, 100 Millionen Hühner. Auf die Fläche umgerechnet 5-mal so viele Tiere wie in Bayern. Das sorgt unter anderem für Nitratprobleme, weil Felder mit Gülle überdüngt werden. Die holländischen Landwirte setzen auf eigene Lösungen. Wir arbeiten so effizient, so macht es kein anderes Land auf dieser Welt. Die müssen erst mal kommen und gucken, was wir schon alles getan haben. Und wir wollen auch weiter im Betrieb reduzieren, aber die hören gar nicht auf uns. Wir können mit speziellen Techniken noch deutlich mehr machen. Ob das reichen wird? Kaum. Nicht nur in den Niederlanden, auch in Deutschland wird über Nitrat gestritten. Auf Druck der EU werden rote Gebiete, in denen strengere Düngevorschriften gelten, bald schon wieder ausgeweitet. Einer, der sich darüber ärgert, ist Rainer Seidel aus Johanneskirchen im Landkreis Rottal-Inn. Er hat dagegen auch schon demonstriert, mit anderen Bauern der Organisation Landwirtschaft verbindet Bayern. Das ständige Hin und Her, das verunsichert natürlich die Landwirte enorm in der Anbauplanung, in der Düngeplanung. Es ist auch so, wenn man mit den Landwirten spricht, es sind wirklich viele Landwirte, die durch die große Auflagenflut auch Existenzängste verspüren. Neben der Düngeverordnung ein weiteres Ärgernis für viele Landwirte, dass sie ab 2023 4% ihrer Flächen stilllegen sollen, in diesen Zeiten. Günter Felsner, der Bauernverbandschef in Bayern werden will, versuchte im Juni beim Deutschen Bauerntag in Lübeck Druck zu machen auf Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir. Damals ohne Erfolg. In der Flächenstilllegungsfrage habe ich das Gefühl, da ist er überhaupt nicht drauf eingegangen, was vom Bauernverband vorgeschlagen wurde, dass man hier Kompromisse vorgeschlagen hat. Da hat er sich ein wenig drum rumgewunden, da muss man halt nachhaken. Er will nicht Absicht unterstellen, aber da hat er sich drum rumgewunden, da ist keine Antwort gekommen. Mittlerweile ist Özdemir kompromissbereit. Dennoch, die Bauern haben immer noch viele Fragen. Weil es aber keine einfachen Antworten gibt, wächst der Unmut. Unseren Channel könnt ihr auch abonnieren, aber schaut vor allem in die BR Mediathek. Da bekommt ihr noch mehr Videos und Sendungen von unser Land und einiges mehr.